Hallo und herzlich willkommen zur Folge 47 von Gothic 2. Die Legion. In der letzten Folge haben wir Lord Galter gesprochen, den Wiederauferstandenen. Haben ihn nicht nur gesprochen, sondern gleich auch umgelegt. Danach von Erik quasi die Klaue Belias, also erhalten nicht, aber wir durften sie behalten. Also die Klaue Belias wurde von Lord Galter geführt. Das war das Artefakt, das der Kommandant Erik wollte. Aber der Magier Isandir ist so ein bisschen mit der Entwicklung von Eriks Verhalten nicht so ganz zufrieden und spürt da was Böses hinter, und deswegen sollen wir einen alten Freund an der Austauschstelle treffen. Und genau, das ist jetzt mehr oder minder das Ziel. Ich habe tatsächlich in der letzten Folge noch ein bisschen was in, also geguckt, was so geht mit Stärke. Wir hatten ja das Amulett der Stärke. Ich sehe uns tatsächlich gegen... Ui. Ich sehe uns tatsächlich obsiegen gegen eine Orgelite. Tatsache. Wir könnten eine Orgelite jetzt im Zweikampf besiegen. Also wir haben ein bisschen mehr Stärke. Also ich habe zwei Drachenwurzeln gefuttert und das Amulett der Kraft. Oder der Stärke. Ich glaube, der Kraft. Nee, der Stärke. Nee, der Kraft. Nee, der Stärke. Der Kraft. Habe ich jetzt hier angelegt. Statt den 40 Lebenspunkten, die eigentlich auch ganz praktisch sind. Aber ich dachte mir, wir brauchen einfach einen höheren Angriff. Also es ist zwar schön und gut, wenn die Verteidigung einigermaßen stabil ist, aber das bringt uns nichts, wenn der Angriff einfach gegen Null geht. Ich habe noch ein paar Dinge mir gekauft, noch ein paar Böses vernichten, genau drei Stück. Denn es müssten eigentlich genau drei Ork-Eliten oben an der Austauschstelle zu finden sein. So die Idee, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich hätte kein Stück zurücklaufen sollen. Ansonsten, Lernpunkte wurden in Einheit investiert. Das einzig Sinnvolle. Und ich murks mich jetzt gerade nochmal hier ein bisschen durch die... um die Burg herum. Ich weiß auch gar nicht wozu, weil wir bräuchten jetzt wieder 10.000, also fairerweise 9.000 EP bis zum Level Up. Das wahrscheinlich klappen würde. Wir haben, wie gesagt, einen kleinen Gegner-Respawn. Das will ich mir jetzt hier noch gerade ein bisschen zur Gemüte führen, wie der denn so genau aussieht. Wir haben sogar einigermaßen hier, was jetzt hier Kapazitäten anbelangt. Ein paar Tränke haben wir für ein etwas größeres Abenteuer. Ansonsten bin ich ja immer gerne noch dafür, die ganzen Verletzungen wegzuschlafen. Einfach um zu sparen. Jetzt haben wir hier Razor, die dürften, glaube ich, auch kein Problem sein. Tatsächlich kommt es aber immer noch dazu, dass wir nicht immer kriegen. Ne? Wir haben jetzt 70%. 70% auf Meister und trotzdem werden wir noch so verarscht. Und ich überlege die ganze Zeit, ob ich die südländische Verteidigung schon reindonnern sollte. Oder ob wir, wie gesagt, dazu müsste ich aber halt, wie gesagt, hier noch ein bisschen alles wegschnetzeln. Was ich eigentlich in der letzten Folge verneint hatte. Das ist halt, das ist dann schon ein ganz schön grindlastiger Fortschritt, den wir hier tatsächlich in der Gothic Mod erleben, wenn wir jetzt hier fürs nächste Level Up gehen könnten oder sollten, nur um nochmal 5% mehr Einhand zu bekommen. Aber der Sieg gegen die Ork-Elite hat mich gerade irgendwie so ein bisschen... Die hat mir neue Motivation gegeben, zumindest ein bisschen. Das ist ja auch der Schaden, den wir brauchen, weil wir nicht mehr Stärke bekommen können. Ich meine, ja, wir gucken mal, wie gut wir hier jetzt Vorschau machen können. Erstmal, wenn wir um die Burg herumlatschen, ob sich das lohnt. Der Punkt ist, die Waffe, die wir führen, die ist leider nicht so bombastisch, wie sie sein könnte. Also die ist schon gut. Ist ja ein kleines Stück besser als die Ahnenmacht. Die Ahnenmacht ist natürlich ganz klar die praktikabelste Waffe, die wir hier bekommen können. In dieser Modifikation. Denn die Modifikation ist an sich fast rum. Und ich weiß genau, was sie bringt. Ja, für wenig Stärke, einen Haufen Damage. Als Anforderung. Und es ist vor allem ein Bastardschwert. Wohingegen die dunkle Schwester hier leider nur ein Langschwert ist. Da oben sind wohl auch wieder Echsenmenschen gespawnt, wie es scheint. Hier fliegt ein Trollfell rum. Also, ich bin ein bisschen irritiert über den Respawn. Ich dachte, der wäre nicht ganz wahllos. Es kann aber sein, dass das einfach nur nochmal jetzt alle Gegner sind, die schon mal hier in der Umgebung aufgetaucht sind. Also sprich, dass es einfach dupliziert wurde.
davon muss man sich natürlich überzeugen. Ich glaube es eigentlich nicht unbedingt, aber dafür, dass wir da oben wieder Kampfgeräusche gehört haben, das spricht natürlich dafür. Uiuiui, mal gucken, ob wir hier überhaupt irgendwas erreichen können. Die Jungs hier scheinen aber unbesiegbar zu sein. Da haut uns der Blödmann einfach um. Okay. Warum ist deine Ex-Mensch gerade runtergefallen? Den nehme ich auch noch mit. So, also die beiden sind unbesiegbar. Und ich weiß nicht, ob es genau deckungsgleich war. Die haben uns natürlich hier wieder einen Haufen Orks vorweggenommen, aber das ließ sich nicht vermeiden. Das lässt sich einfach gar nicht vermeiden. Tatsächlich gucke ich eher jetzt nochmal nach den Leichen. Weil die ja gegebenenfalls Tränke dabei haben. Ja, genau, das ist nämlich hier die wertvollste Ware. Ich höre noch einen Echsenmensch. Die beiden stehen jetzt einfach die ganze Zeit hier. Okay, Gawain ist zweimal da. Das ist jetzt mehr als sonderbar. Da wurde wohl rigoros im wahrsten Sinne des Wortes alles kopiert. Aber wir kommen halt schon relativ gut voran, ne, was die Erfahrungspunkte angeht. Hier ist ein Echsenmensch gestorben, ich glaube, der ist runtergeplumpst. Nur die große Frage, ob jetzt hier noch welche sind. Lass mich rein, der Patrick ist auch zweimal da. Okay. Also das soll. Hey, was machst du hier? Und was nimmst du das ganze Zeug mit? Ach, ich wollte nur. Was wolltest du? Mich ausrauben, umbringen? Nein, eigentlich dachte ich, ich schaue mich immer ein bisschen um. Ach so, das geht aber auch ohne, dass du mir alles wegnimmst. Vielleicht brauche ich das Zeug ja? Und ich nicht, oder was? Naja, du siehst aus, als hättest du hier genug zu saufen. Ja und? Ich hab's schließlich von meinem Gott bezahlt? Und wieso liegt der Kram, den du bezahlt hast, hier auf der Treppe und auf irgendwelchen Tischen rum? Es ist Eigentum der Legion. Am Arsch, Alter! Ja, es gehört der Legion, aber da ich zur Legion gehöre, gehört es auch mir. Du könntest mir gerne mal natürlich deine Legionsausrüstung zeigen. Als Mitglied bekommst du natürlich auch einen Anteil. Halt doch dein saudämliches Maul. Denkst du, du hättest hier mal das Sagen? Ich glaube aber, du bist nur ein abgestürzter Säufer, der die Gesellschaft von Hundesöhnen und Bastarden bevorzugt. Du wagst es mir zu drohen? Scheiß Penner, piss dich her, nimmst alles mit und laberst jeden an? Nur weil du Angst hast, von einer fetten Orkmutter geschändet zu werden. Ich glaube, ein verschissener Drecksechsenmensch hat dir als Kind deinen fetten Arsch versohlt, deinen Vater zerstückelt und deine Mutter. Und du bist bei der Aktion bei rausgekommen, oder was? Junge, das wird heißen, sind Brüder, Alter. Ja, verdammt, so sieht's wahrscheinlich aus. Boah, fett Mann, hier trinken wir erstmal einen, Bruder. Boah, danke, das habe ich jetzt echt gebraucht. Hast du auch noch was zu rauchen da? Immer doch. Schöne Arme sauber im Fresse einschlagen, abgezogen. Boah, Junge, da stehe ich drauf, Alter. Ja klar, ist es üblich bei uns in unserer Familie, ne? So, und jetzt verpiss dich und rett die Welt und mach irgendwas anderes. Wir sehen uns bestimmt mal wieder, zu Hause oder so. Alter. Okay, das war natürlich eine gut verkorkste gut verkorkste Dialogentwicklung hier gerade. Gehört aber auch dazu. Und der Punkt ist, das Gespräch hatten wir mit Patrick noch nicht, als wir das letzte Mal hier waren. Da war auch sein Zwillingsbruder Patrick noch nicht hier. Also sonderbar, dass hier tatsächlich seltsamerweise ein Mistvieh weniger. Auch die NPCs dupliziert wurden. Also das lässt daraus schließen, dass das Ganze vielleicht ein bisschen fehlerhaft ist oder man sich einfach gedacht hat, drauf geschissen. Apropos drauf geschissen. Der Echsenmensch hat ganz schön auf uns geschissen. Jetzt hoffen wir nur, dass die weiterhin verbuggt sind. Oben wäre halt noch ein 1000er EP für uns, ne? Wie gesagt, ich wollte zwar eigentlich direkt zur Austauschstelle, aber... Ein Mistvieh weniger, Mistvieh. Das Ganze muss man sich natürlich schon ein bisschen zu Gemüte führen. Wie das mit dem Respawn hier genau aussieht, ne? Sehr klar. Ja, außerdem geier ich drauf, nochmal 5% mehr Einnahmen zu bekommen. Das, kommt noch tragend hinzu. Ja, das lief jetzt ganz gut. Hat er direkt 3 abbekommen, war platt. Sieht mit seinem College aus.
Oh, der ist verwirrt. Sichtlich verwirrt. Was war denn das für ein Scheiß? Zack. Okay. Nun gut, die 1000 DP waren uns jetzt gewiss. So, die Echsenmenschen haben wir auch gut platt gemacht. Was mich jetzt tatsächlich sehr, sehr interessieren würde, und dafür würde ich, ohne zu zögern, den Feuerregen zünden. Wenn das Ork-Lager da hinten mit den vielen Orks jetzt nochmal die doppelte Stärke aufweisen sollte, dann lache ich mich erstens tot. Dann bin ich wahrscheinlich kurze Zeit beängstigt. Aber dann haben wir hier alles platt. Nichts zu holen. Haben die denn jetzt nochmal was Neues zu sagen? Nee, ne? Okay, also die haben hier irgendwie ihren Zweck erfüllt. Und wahrscheinlich sollte man hier auch kein zweites Mal hin, weil jeder, der die Quest normalerweise auch erhält, läuft dann direkt zur Austauschstelle, nicht wie der blöde Neoras, der dann meint, oh, ich gucke mir nochmal die ganze Welt an, um zu gucken, was sich verändert hat. 5.500. Eieiei, das ist erreichbar. Wenn wir nur einen dritten Feuerregen irgendwo hätten, dann würde ich so viel lockerer damit umgehen. Gut, leichte Wunden heilen hätten wir auch, ne? Das könnte ich auch mal benutzen, statt hier die ganzen Tränke zu benutzen. Auf deiner Seite, wir haben ja noch vorrätig. Wir haben ja noch alles vorrätig. So, mal gucken, ob das hier vorne jetzt ein Fehler sein könnte oder ob es sich richtig lohnen wird. Oh, ich glaube, da geht die Post ab. Oh, ich glaube, da geht richtig die Post ab. Wir gucken mal. Wenn hier schon zünden. Ja. Zündet der die noch ein zweites Mal weg? Nein, tut er nicht. Okay. Ich habe jetzt auch nicht gesehen, wie viel EP uns das ganze Vorhaben gebracht hat. Und ich glaube tatsächlich, dass sich hier vielleicht eher was anderes lohnen könnte, sofern uns, da muss ich ganz kurz mal hier wechseln, weil ich Angst habe, dass sie uns dann wegheizen. Ich mache tatsächlich mal den hier. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass der so lange zum Casten braucht. Aber aus der Richtung könnte man ja sogar die Rüstung behalten. Gucken wir mal, ob das hier eine gute Idee ist. Also die Todeswelle wird es auf jeden Fall richten. Sofern das denn funktioniert, was ich hier vorhab. Ah, schön festhalten. Nein! War jetzt gerade arschlaut. Hat uns aber 4000 EP beschert, glaube ich, ne? Fast. Aber boah, das war hart laut. Nichts zu holen. Da fühle ich mich jetzt auch viel besser, weil jetzt haben wir noch eine Todeswelle über. Eventuell für die Dämonen, die jetzt auch doppelt so viele sein könnten. Das wäre natürlich ein bisschen schwitzig. Nichts zu plündern. Aber wir haben jetzt hier alles dezimiert. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Nichts zu plündern. Das müssten gut 10 Orks gewesen sein oder mehr, die wir auf einmal auf einen Schlag vernichten konnten. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Da ist noch was zu holen irgendwo. Nichts zu plündern. Ja, mittlerweile könnten wir alle haben. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Ja, das wäre schon mal. Das hat gedonnert. Nichts zu plündern. Vor allem, weil wir jetzt hier mindestens 3 Ork-Schamanen dabei hatten, wäre das alles ein bisschen schwierig und anstrengend geworden, die dann da rauszunehmen. Ich glaube, das waren, ich schätze mal, 3 Schamanen, 3 Ork-Eliten, das ist, oder waren es 4 Ork-Eliten? Ne, ich glaube 3. Und dann auf jeden Fall mindestens 4 oder 5 normale Orks. Da kommt schon gut was zusammen, muss man so sagen. So, hier waren wir jetzt tatsächlich ja noch gar nicht groß. Also, wir waren hier schon mal, aber da hatte ich ja dann noch Bedenken wegen den Kampfesgeräuschen, die ich oben drüber gehört hatte. Da ist nichts zu holen. Aber das hat sich ja dann auch erledigt. Das heißt, wenn wir hier vorne noch ein paar
Warge oder gut, noch ein paar Wölfe erstmal. Gut, die nehmen wir mit. Ein paar kleinere Orks finden könnten, die noch abmurksen. Weil ich will jetzt tatsächlich noch, jetzt wo das so gut geklappt hat, wenn wir noch 1000 EP brauchen, das nehmen wir noch mit, Leute. Da ein Level abholen wir uns noch ab. Und dann haben wir 75%. Könnten wir mit der südländischen Verteidigung auf 80 hoch. Ist ja sonderbar, wie viele einzelne Wölfe hier gespawnt sind. Also so ganz gedoppelt ist der, glaube ich nicht, der Respawn. Er setzt zwar irgendwie alles nochmal in die Welt. Aber die Orks hier hat er nicht wieder gespawnt. Also so ganz 1 zu 1 ist er wohl doch nicht. Oder waren die weiter vorne? Ne, die waren hier ungefähr. Müssen irgendwo hier gewesen sein. Was sind wir da vorne noch? Scavenger? Ja Mensch, gibt's ja gar nicht. Nehmen wir mit. 1, 2, 3. Uff. Da hat der letzte wohl keinen nichts zu holen. Crit austeilen wollen. Nichts zu holen. Also rund um die Burg sind wir jetzt. Und oh, das Level Up ist in so greifbarer Nähe. Das gibt's ja gar nicht. Ich bin tatsächlich gerade sehr, sehr froh, dass ich mir die noch ein bisschen aufgespart hatte. Die wertvollen Spruchrollen, weil ich habe wirklich extrem mit mir gekämpft, da unten einen normalen Feuerregen zu zünden. Oder eine Todeswelle, je nachdem. Aber es aufgespart zu haben und dann werden die einfach nochmal gespawnt, damit es da doppelt und dreifach reinscheppert, das konnte ich natürlich so auch nicht erahnen. Bin aber sehr froh drum. So, da vorne haben wir jetzt nochmal zwei Orks plus Schamane, ne? Heieiei. Können wir die irgendwie... Ja, so geht's eigentlich auch schon. Ah, der Anna schießt alles noch. Das gefällt mir nicht. Guck mal hier hinter den Felsen. Kommt dein Kollege nicht mehr. Ah, das ist gerade keine gute Situation, in der wir uns befinden. Das ist unser Level Up. Auch wenn es gerade eben gar keinen Sound gemacht hat. Wir haben alle Zeit der Welt, weil der checkt das nicht. Ja, die guten leichten Wunden heilen. Ich glaube, die spawnen also auch die Dinge, ne? Die Schamanen haben die manchmal dabei. Das ist sehr, sehr nett. Muss man sagen. Sehr zuvorkommend. Jetzt ist es tatsächlich auch sich enorm gelohnt, mit dem Geschwindigkeitstrank das hier alles noch komplett auszureizen. Okay, wir haben tatsächlich unser Level Up. Wahnsinn. Was eine Tour. Was ein Erlebnis. Jetzt würde ich sagen, pennen wir eine Runde. Ah, da sind die 5 Minuten auch jetzt abgeklungen, sind vorüber. Das war jetzt Speed-Leveling hier. Haben wieder 12 Lebenspunkte mehr. Haben 20 Lernpunkte, von denen wir 15 rausscheppern können. Der Punkt ist, ich weiß halt nicht, was das Maximum beim Willguy ist. Ja, wenn das jetzt 75 ist, was ich nicht sagen kann, weil wir nur 70 bekommen können, dann können wir die südländische Verteidigung natürlich benutzen, um das Ganze noch mehr nach oben zu pressen. Das heißt, ich behalte die südländische Verteidigung weiterhin. Und wir gucken jetzt erstmal, dass wir alle Lernpunkte rausdonnern können. Ich habe auch eine Idee, wie wir das gleich mal probieren können. Wir haben ja dann noch 5 Lernpunkte über. Das heißt, wir könnten noch einen weiteren Punkt investieren. Dann machen wir das doch gerade. Und dann geht's aber in der nächsten Folge wirklich, wirklich zur Austauschstelle. Ich brauche jetzt nicht noch irgendwie da oben noch rumzueiern wie so ein Blödmann. Also das hier nochmal durchs Ork-Gebiet zu rennen und da nochmal alle EP auszureizen. Das könnte man tun. Gebe ich zu, man könnte es tun. Aber es muss nicht sein. Lass uns mit. So, also nochmal 5 rein donnern. Und jetzt gleich nochmal testweise noch einen weiteren Punkt. Mich brauchst du das nicht. Aber das sind auf jeden Fall schon mal gute Werte. Ne? Wir haben jetzt noch die Stärke, aber nein, man kann nicht alles haben. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Ja, das war mir klar. Du bist schon zu gut. Genau das war zu erwarten. Ja, der geht nur bis 75. Aber Lifehack.
80. So, jetzt haben wir hier das absolute Maximum. Das heißt, jetzt, spätestens jetzt, macht auch das Leveln leider keinen wirklichen Sinn mehr für uns. Außer eben, damit wir noch ein bisschen tankier werden, indem wir ein paar Lebenspunkte erhalten. Aber das ist jetzt wirklich, also, ein bisschen sehr, ne? Also, das lohnt sich halt gar nicht mehr. Das heißt, wir pennen jetzt eine Runde. In der nächsten Folge geht es dann hoch zur Austauschstelle. Und ich glaube, Dunkle Schwester mit 80% Einhand, viel mehr geht nicht. Also wir haben jetzt nochmal 10% mehr, ne, als bei den Kämpfen zuvor. Und wir haben auch so jetzt schon eigentlich recht gut, sind wir schon ganz gut zurechtgekommen. Deswegen bin ich guter Dinge. Also ich meine, gut, die 3 Ork-Eliten da oben, die jetzt vielleicht sogar 6 Ork-Eliten sein könnten, by the way, an der Austauschstelle, die kriegen wir so nett. Die fetzen wir einfach mit böses Vernichten weg von einer erhöhten Position oder so irgendwas. Aber auf jeden Fall kommen wir da dahinter irgendwie. Wir haben übrigens einen unseren Kumpel noch. Den können wir auch noch abholen. Theoretisch, falls es sich schafft. Ich gehe jetzt erstmal allein hoch zur Austauschstelle dann in der nächsten Folge. Und wir schauen mal, wie gut wir uns schlagen. Wir könnten jetzt die beiden verkaufen. Da könnte man nochmal böses Vernichten einkaufen. Aber damit müssen wir wirklich gut wirtschaften. Dass wir da dann nicht am Ende irgendwie ein böses Erwachen erleben. Einen Feuerregen haben wir noch, eine Todeswelle haben wir noch. Wir haben noch ein großes Orklager da hinten. Bei der Küste, das jetzt auch doppelt so groß sein sollte, wahrscheinlich. Aber wie gesagt, das jetzt komplett zu räumen, bringt nichts, außer da sollte sich irgendwas übelst Wertvolles befinden, was weiß ich, ein Amulett der Unbesiegbarkeit oder was weiß ich, oder halt nicht der Unbesiegbarkeit, sondern was weiß ich, der Übermacht. Und da steht da irgendwie Stärke plus 30 oder so irgendwas. Dann würde ich da hinmarschieren, aber ich gehe mal nicht davon aus. Deswegen, nächste Folge erstmal Austauschstelle. Bis dahin. Tschüss.